Einen schönen guten Tag, liebe Symbionten. Wie geht's euch? Ich hoffe doch mal gut. Ich mache ein Foto von mir. Willkommen zurück bei Spider-Man 2, der finalen Folge, beziehungsweise dem finalen Akt. Und wir betreten jetzt das Haus von Peter, beziehungsweise Tante May. Und wir bereiten uns jetzt vor auf den finalen Akt, beziehungsweise den finalen Kampf gegen Venom und Harry Osborn. Und mal sehen, ob wir es vielleicht schaffen, Harry zu retten. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache, aber mal gucken, ob wir Venom besiegen können. Also, let's go. Hier wird uns nochmal darauf hingewiesen, das ist der Point of No Return. Wenn wir jetzt da durchgehen, haben wir keine Chance, da nochmal irgendwas einzusammeln. Also, los geht's. Im Central Park Wasserspeicher. Das Wassersystem. Pumpt überall Glibber hin und führt dem Schwarmbewusstsein immer mehr zu. Wenn alle Symbionten aus Manhattan rauskommen. Leb wohl Erde. Hallo, Gleberplanet. Der Meteorit ist die Quelle der ganzen Kraft, richtig? Er erzeugt Glibber und Symbionten. Aber erst seit Harry ihn repariert hat. Ja. Und der Teilchenbeschleuniger hat ihn überhaupt erst beschädigt. Bei niedriger Energie was abgetrennt. Also, was wäre, wenn wir die Energie hochdrehen? Bis auf über 11? Das könnte ihn zerstören. Und alle aus dem Schwarmbewusstsein befreien. Theoretisch. Aber der Speicher ist sicher voller Symbionten. Und du weißt, dass Harry den Stein nicht aus den Augen lassen wird. Es sei denn, er sieht etwas, das er noch mehr will. Mich. Nur, ihr wisst schon, zu Illustrationszwecken. Harry ist Harry. Er glaubt, die Welt zu heilen. Aber der Traum ist nicht vollständig ohne seinen besten Freund. Ich kann Harry von den Meteoriten weglocken. Und ich erledige die Symbionten. Und ich schnapp mir den Space-Stein. Zu Illustrationszwecken. Okay, den Beschleuniger hochfahren. Puh. Tschüss, Schwarmbewusstsein. Welt gerettet. Wie wär's mit Churros? Theoretisch. Pete. Connors sagte ja, für Harry sei es zu spät. Wenn du ihn nicht retten kannst, bist du bereit. Dazu wird es nicht kommen. Ihr beiden werdet den Stein rechtzeitig zerstören. Heilen wir die Welt. Diesmal wirklich. Ist der Meteorit irgendwo in diesem Ding? Und Harry und seine Freunde. Hier. Dachte, du kannst etwas Schallkraft brauchen. Sie stehen einfach rum. Worauf warten sie? Hey. Ich kann euch nicht genug danken. Für alles. Komm schon, Bro. Wir sind das Spider-Team. Und vergesst das nie. Hey, Kumpel! Willst du da drin rumsitzen und mit deinem Stein spielen? Wir haben die Spider-Sprüche gefehlt. Harry. Wie wir immer wollten. Du bist der verlorene Kurblöd. Kann der große Venom rauskommen zum Spielen? Unsere Gabe wird endlich dir gehören. Aber hier ist der Haken. Mich zuerst fangen. Kommt ihr, Sahneschnittchen? Muss ich jetzt mit Miles gegen die kämpfen, oder? Hey, Cutscene.
schwere Knarre. Müssen wir jetzt den letzten Abschnitt wirklich mit ihr machen? Ich meine, klar, wenn wir noch einen Kampf gegen Venom am Ende haben. Muss ja. Das ist deine Story, Watson. Muss ja ein besonderes Highlight geben gegen Ende. Habt ihr den Meteoriten? Was war das? In der Sackgasse? Nein. Ich muss irgendwie rein. Hä? Ah, hier. Wer diese Leuchtfackel noch hinterlassen hat. Ich hoffe, er ist sicher. Gott. Na, großartig. Was zum Teufel? Hilfe! Ich komme! Durchhalten! Das ist ja ein Horrorfilm. Geil. Oscorp? Mom, sie haben mehr als Leuchtfackeln hinterlassen. Dies auf Schallfest zum Gegner in der Nähe zu ambientisieren. Nicht gut, nicht gut. Lass mal aufladen. Ich gehe nicht ohne diesen Stein. Der Stein ist mein. Da liegt was. Was kommt? Der Meteorit. Ich muss da runter. Das hat geklappt. Oh oh, keine Munition mehr. Shooter-Passage. Hätte ich nicht geglaubt, dass wir das nochmal machen müssen. Der Meteorit ist mit dem Rest des Schwarms verbunden. Hm. Zieh ihn raus und mach ihn kaputt. Der war da vorher. Der war da vorher viel kleiner. Das ist immer so riesig. Die Welt vernichten könnte. Irgendwie wird alles immer größer. Jetzt pack den Stein ein und lauf. Los. Ich werde gleich überrannt. Ich zieh weg. Wow, kommt das her? Wenn ich diesen Stein verliere, ist alles vorbei. Bitte sei der richtige Weg. Das Licht. Der Meteorit scheint zu leben. Wie der lebt. Ich dachte, das ist ein Stein. Bin fast raus aus dieser Hölle. Hinter dem Hubschrauber geht es nach draußen. Thank you.
Gott. Leiter hoch, dann bin ich raus. Natürlich, ich habe mich schon gefragt, wann so einer kommt. Das kann doch nicht wahr sein. Symbiont-Koloss. Hey, das hat ihm wehgetan. Looks like. Kannst du den Fässern hier locken? Oh, scheiße. Wow. Symbiont ist groß. Aber ich bin schnell. Ja, wie trifft er mich denn jedes Mal? Alter, was zum Teufel? Hier ist noch so ein Fass. Oh Gott. Ich kann nicht zur Leiter, solange das Ding da ist. Und jetzt nichts wie weg von hier. Malz prügelt sich derweil noch mit den Symbioten-Dudes. Kannst du gehen, Malz? Bereit? Deine Begleitung ist sicher nicht zu unserem Klassentreffen eingeladen, Harry! Harry? Work for Oscar. Ja, der Kampf in der Schule. Sehr geil. Sind wir beste Freunde geworden? Ja. Stimmt. Und jetzt werden wir hier zu Brüdern. Venom. Bitte! Denkt dran, was wir alles durchgemacht haben! Venom hat auch drei Phasen. Hast du vergessen, dass Flash uns 4 Jahre schikaniert hat? Aber wir hatten uns! Was macht er da? Nicht auf den Boden kommen! Ach, scheiße. Ach, komm schon. Du willst dich uns anschließen? How about no? Wir wissen es. Du hast keine Kraft mehr über mich, Venom. Ja. Es klappt nicht. Venom hat eine Art Schutzschild. Ja.
ich muss sie mit den Symbiotenkräften treffen, ansonsten. Ich muss nah ran. Wird das nix? Venom, lass das! Das wird wehtun. Au! Er manipuliert dich, Harry! Du bist mein bester Freund! Warum vertraust du uns dann nicht? Noch mehr von denen? Noch mehr von denen. Dir, Harry! Nicht diesem Ding, das du trägst! Gewalt bringt nichts. Es muss was Besseres geben. Ecke rost. Nö. Ich glaube, ich bin tot. Theatralisch immer nach oben schwebt und uns festhält. Ganz egal, was du mir antust. Ich werde niemals die Welt mit dir heilen. Nicht so. Okay, das ist neu. Was, wann kann der fliegen? Das ist auch Kanon? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass Venom Flügel hat. Was zum Teufel? Okay, das ist echt abgefahren. Das wird immer krasser. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich sagen soll. Die Aliens sind wohl sauer, dass ihr Zeug weg ist. Die haben doch angefangen. Das stimmt allerdings. Wir können nichts für ihre Misere. Aber hätten die mal nicht an diesem komischen Ding darum geforscht, wäre wahrscheinlich das alles nicht passiert und wäre. Bringen wir das zum Beschleuniger! Norman Osborn nicht so versessen darauf gewesen, seinen Sohn zu heilen und hätte das in Betracht gezogen mit diesem komischen Glibberzeug. Hast du das? Super Venom. Okay, jetzt muss Miles ran. Ja, als ob das ihn aufhalten wird. Er ist okay, ja? Bringen wir ihn einfach raus. Ich hab ihn! Los!
Hallöchen, Venom. Miles Morales hier. Du kriegst diesen Stein nicht! Ja, ist auch die letzte Phase von Venom. Oh Gott! Au! Glaub mir, ich will deine Zukunft nicht! Ich hab versprochen, dass ich für die kämpfe, Harry! Du kennst uns nicht! Oh shit! Weißt du, redest mit deiner Mom, so wie ich mit meinem Dad? Weißt du noch? Was sagt sie jetzt gerade? Dass wir fast so weit sind. Dies ist auch sein Traum. Sorry, Harry. Ich hab genug von diesem Albtraum gehört. Oh, fuck. Oh Gott, ich werde sterben. Kacke. Hast du uns genommen? Ihn genommen? Wovon zum Teufel redest du? Ich kann nicht ausweichen. Oh Gott. Ich werde sterben. Wir wissen, was du getan hast. Harry! Das ist der Symbiont, der spricht. Nicht du! Du warst neidisch. Darum hast du es getrennt. Es geht nicht drum, wer besser ist. Ich mag nicht nur so ohne dieses Psycho-Alien lieber. Die Flügel waren doch schon weg. Ist doch egal, ob du mich magst oder nicht. Ich bin für dich da. Beenden wir das.
gebt mir meinen Freund zurück! Wir sind dein Freund. Pete, was ist los? Halte durch, Kumpel! Bitte. Nein! Lass ihn in! So oder so, Pete. Nein, 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 wir haben noch Zeit. Nein, haben wir nicht. Er wird sie umbringen. Und danach dich. Heilen wir die Welt, Pete. Zusammen. Mach doch die scheiß Luke zu vor diesem Ding. Meine Fresse. Jetzt, Pete!
liebe dich. Verschaff mir Platz. Keine Ahnung, ob es funktioniert, aber ich versuch's. Schwacher Puls. Wir müssen los. Was hast du getan? Was hast du getan? Es tut mir leid. Ich komme mit, Moment. Es gibt Anzeichen für Hirnaktivität, aber die Chancen, dass er zurückkommt, sind sehr gering. Halten Sie ihn nur am Leben. Kleiner Hinweis, er hat eine grüne Jacke an. Ob das ein Wink ist von Insomniac Games? Maybe.
Warten wir es ab. Macht das Geserum bereit. Jetzt sofort. In den letzten Jahren haben Tragödien dieser Stadt zugesetzt. Doch irgendwie haben wir weitergemacht. Wir haben Krankheiten, Katastrophen, das Böse bekämpft. Wir sind müde, verängstigt, angespannt, benommen. Haben aber nie die Hoffnung verloren. Die Stadt muss heilen. Wir alle sehnen uns nach Normalität, doch was ist Normalität? Was, wenn sie gar nicht mehr existiert? In der letzten halben Stunde habe ich erzählt, wie diese Ereignisse mich verändert haben. Aber was ist mit euch? In dieser Dauerreihe werde ich mit Menschen aus der ganzen Stadt über neue Verhaltensweisen, neue Routinen, neue Gedanken und Gefühle sprechen. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diese Reise. Das war Mary Jane Watson. Und ihr hört The New Normal. Folge 1, fertig. Klasse. Keine Ahnung. Oh, sind die fertig? Gleich. Ich möchte dir erst was zeigen. Okay. Da ist Melasse drin. Lecker, die nehme ich. Danke nochmal für die Spende, Peter. Hast du mit Miles geredet? Noch nicht. Bereit? Miles. Ich wollte mit dir reden. Über etwas. Ich meine, ich hab ja mit dir geredet. Die ganze Zeit. Und es ist toll, zu reden. So viele gute Gespräche. Ich hab nur nicht über das geredet, worüber ich mit dir reden sollte. Pete. Warte, ich fang nochmal an. Ich schaff das. Das alles. Du kannst mal Peter Parker sein. Bist du sicher, es ist eine große Stadt? Ich komm klar. Solange ich dich um Rat fragen kann. Das brauchst du nicht. Jetzt vielleicht nicht. Aber die Zeit wird kommen. Ich bin für dich da. Immer. Großer Bruder. Bis dann.
Ahem. Heilung der Welt. Das ist das letzte Achievement, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Und wir haben es geschafft. Das ist das Ende der Kampagne von Spider-Man 2. Also der letzte Akt, der Kampf gegen Venom. Und dass Harry wirklich noch überlebt hat. Fantastisch. Also Miles ist quasi eigentlich schon der wahre Held des Spiels, wenn man so möchte. Und es läuft ja auch vieles darauf hinaus, dass wahrscheinlich im nächsten Spiel, denke ich mal, stark mehr Fokus wieder auf Miles gelegt wird. Mal sehen, was Insomniac Games uns da noch liefern wird. Aber sie sollen sich ruhig Zeit lassen und auf jeden Fall die Story gut ausarbeiten, weil ich fand die jetzt schon sehr stark und ja, von den drei Spielen absoluter Favorite. Jetzt nicht nur, was die Inszenierung angeht, sondern auch, wie gut das ineinander übergreift. Dass beide zwar ein ähnliches Moveset haben, aber unterschiedliche Fähigkeiten, aber auch, dass es ja nochmal neue Zeitquests gibt, die jetzt nicht so nervig sind, wie jetzt zum Beispiel so Screwball-Aktivitäten oder sonst irgendwas. Also da hat Insomniac Games auch schon gut dran gearbeitet. Also ich muss so sagen, all in all auf jeden Fall gutes Spiel, was man sich durchaus mal geben kann. Weil die jetzt wahrscheinlich noch das auf dem PC spielen möchten, ja, muss man wahrscheinlich noch ein bisschen vertrösten. Ich denke mal aber stark, das Spiel kam 2023 raus und ich glaube ungefähr so 2 Jahre, so im Schnitt ist es, glaube ich, kann man damit rechnen, dass Sony dann auch nochmal die Version für den PC published. Und es könnte gut sein, dass wir nächstes Jahr dann Spider-Man 2 auf dem PC bekommen, damit noch mehr Leute in den Genuss dieses Spiels kommen. Und ja, wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt auf den Nachfolger, wie es damit weitergeht. Also Carnage wurde so ein bisschen angeteasert in diesem Spiel. Green Goblin, schätze ich mal, könnte auch gut kommen. Also es bleibt Potenzial auf jeden Fall noch da für einen Nachfolger, definitiv. Auch an Superschurken mangelt es nicht. Aber ja, Venom als einer der größten Antagonisten im Spider-Man-Universum haben sie gut hier reingebracht. Und es war auch mal geil, mit ihm selbst spielen zu können, statt nur gegen ihn. Und ich bin mal wirklich, wie gesagt, gespannt, was uns noch als nächstes erwartet. Abschließend muss ich sagen, Spider-Man 2, wie gesagt, mit so einer Wertung von 1 bis 10, würde ich mal gut sagen, auf jeden Fall eine gute 8. Es gibt ein paar Schwächen, ziehen sich hauptsächlich so ein bisschen auf die Kameraführung innerhalb der Kämpfe, das fand ich manchmal ein bisschen strange. Und was ich auch noch irgendwie nicht so toll fand, ist manchmal, wie, hab ich gerade den Faden verloren, was soll ich sagen? Ich hatte es mir vorhin dann noch irgendwie so im Kopf notiert, aber ich komme gerade nicht drauf. Achso, genau. Manche Nebencharaktere kommen halt leider auch so ein bisschen zu kurz, muss ich sagen. Ich meine, man kann mit anderen spielen. Mit Hayley konnten wir mal kurz spielen, mit MJ, aber das war es halt auch schon. Also, man bekommt von den anderen irgendwie zu wenig mit, was ich jetzt per se nicht schlimm finde, weil die stehen nicht im Fokus der Story. Würde aber ein bisschen Abwechslung im Spiel schaffen. Das haben sie jetzt auch in diesem Spiel versucht, aber ja. Dadurch wirken sie halt eher so ein bisschen ja, an die Seite gestellt und klar, das Spiel fokussiert sich natürlich auf Miles und Peter, was ja auch Sinn macht, aber ja, weiß ich nicht. Hätte ich irgendwie cooler gefunden, oder dass man hier, Lee sehen wir auch nochmal gerade, der hatte auch nochmal einen kurzen Auftritt. Onkel Aaron ist raus aus dem Spiel, der war ja der Hauptantagonist, beziehungsweise einer der Hauptantagonisten aus dem Spider-Man Miles Morales Spiel für die PS4 und PS5. Aber so alles in allem muss ich sagen, hatte ich echt eine gute Zeit mit Spider-Man 2. Und das war es erstmal von mir. Ich bin erstmal raus. Vielen Dank, dass ihr bei diesem Let's Play zu Spider-Man 2 dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei einem anderen, hoffentlich guten Marvel-Produkt. Und dann wünsche ich euch nur das Beste. Spinnt nicht zu viel rum. Spinnt lieber auf dem Kanal weiter rum. Und ich hoffe, wir sehen uns dann. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Wer sie sind. Nicht wahr? Warum? Sie haben meinen Sohn ruiniert.
Wir alle müssen Verluste durchmachen. Sogar du, Norman. Was schreibst du da? Das letzte Kapitel. Hi. Ich hoffe, du hast Hunger. Essen ist fast fertig. Warum zeigst du ihr nicht deinen Aufsatz? Er hat so hart dran gearbeitet. Nur so ein Typ aus Harlem. Er arbeitet viel ehrenamtlich in der Stadt. Hilft seiner Mutter, der Stadträtin, eifert seinem heldenhaften Vater nach. Ja? Hi. Miles, Haley, das ist Albert. Hi, schön, euch kennenzulernen. Oh, und das ist meine Tochter, Cindy.